Und weiter geht's mit Rayman 2 The Great Escape für den N64. Ich bin Peruana. Und wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wer hätte das erwartet? Ja. Diesmal gehen wir hier oben rein. Das Portal hat sich verändert. Und ich springe mal erstmal schön an der Flamme vorbei, obwohl die... Ich dachte, die würde sich weiter bewegen und... Aber, das tut sie gar nicht. Und da es noch nicht schwer genug war, wird es jetzt schwieriger. So, erstmal machen wir... Wow. Erstmal müssen wir dann das Ding da aufmachen. Und dann dagegen schießen. Und früh genug abspringen. So. Hier mal immer... Auch schon halt... Was zum Kuckuck? Diese Lumen haben mich gerade irritiert. Dieser Ringlumen. Da ist er schon wieder. Oh nein. Ah, ich mag sowas nicht. Ich mag dieses... Ach du Schande. So, wir folgen die ganze Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier dran liegt, dass ich noch nicht die richtige Einstellung für meinen Analogstick habe. Aber manchmal, vor allem bei diesen Sachen, kann ich mich so schlecht in die Kurven legen. Aber ich glaube, das war auch bei der N64 so, bei der auch beim dort damals. Ich musste mal gucken, dass ich ein wenig langsamer werde für diese starken Kurven. Langsamer. Uah. So. Kurz was gucken. Oder auch nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich gleich, dass es gleich abgeht. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich habe da nämlich irgendwie gedacht, glaube ich, irgendwas gesehen. Kann mich mal wieder voll täuschen. Hab dadurch wahrscheinlich jetzt gerade so schön ein Leben verloren. Also wie Lebensenergie. Leben verliert man ja nicht direkt. Das. Jo, die Kurve habe ich. Uop, und abspringen. Oh. Schleudere mich doch dagegen und dann muss ich loslassen. Super. Ich weiß, wie man langsamer wird, Lee. Das brauchst du mir nicht noch zu erklären. So, und hepp. Und weiter. Bremsen. Und nicht mehr bremsen. Und abspringen. Boah. Wow. Okay. Ach, komme ich jetzt? Jetzt komme ich da an, um die rote, genau, blaue Kugel zu bekommen. Sehr schön. Wo ist denn das blaue Ding? So, das werfe ich mal schon mal in die richtige Richtung. Kann ich jetzt nämlich nochmal in Ruhe alles aufsammeln, was es hier zu sammeln gibt. Das wäre einmal der Lum. Energie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, also. Alles in Ordnung. So, und damit dürfte das Level auch irgendwie zu seinem Ende mal kommen. Umber, Wächter der Zuflucht von Stein und Feuer. Ja. So, wir sollten uns jetzt... Komm ich damit so einen Sprung drauf? Nö, da muss ich erstmal hoch. Diese Lums, diese Ringlums, die... Boah. Kriege mich noch als Feind. So, dann stellen wir es da drauf und jetzt bewegt er sich. Na. Und zack. Ich glaube, irgendwann müssen wir von alleine abspringen. Ja, jetzt dürfen wir von alleine abspringen. So, und diese Treppen, dieser Aufgang. Moment. Wie gemein, an den Seiten noch Lumps zu verstecken. Aber auch nur einen.
Was fehlt mir jetzt alles? Kann ich mal ganz kurz gucken? Was? Wo soll ich denn das alles vergessen haben? Oh Mann. Na dann. Maske. Boing, boing. Na, sehr schön. Ah, du hast die zweite Maske gefunden. Gut, Wayman, du kommst deinem Ziel näher. Zwei Masken und ich werde erwachen. Machen Sie es bitte schnell ein Portal. Ich will mich jetzt weiter. Vorsicht, der Rest der Suche wird noch schwieriger. Ja, ich merke das schon, dass es schwieriger wird. Ich habe keine Ahnung, wo ich so viel vergessen haben soll. Das ist heftig. Vier Käfige soll ich vergessen haben. Lungs geht noch einigermaßen. Vier Käfige. Wo sollen die denn sein? Ich werde jetzt mal kurz einen Schnitt machen. Und werde mir die Sachen hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Bis gleich. Geh mit einem Roboter nie in den Nahkampf. So, ich denke mir, dass jetzt hier wieder ein guter Anfang ist, für den weiterzumachen. Zwischendurch die Sache, Ansage, geh wirklich nicht mit einem Roboter in den Nahkampf. Habe ich jetzt auch vergessen, dass der dann so viel Schaden macht. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, doch, oder? Okay. So. Hier muss ich ja rein theoretisch einen Riesenteil übersehen haben. Also. Mal gucken. Was zum Gucken? Na, ich denke, da komme ich noch später ran. Wenn ich erstmal den Weg dann nehme. Oder komme ich an den Seiten hoch? Ach so, ja okay. Ich glaube, ich habe verstanden, was ich jetzt genau machen soll. Hol ich mir erstmal eine hiervon. Und benutze sie doch auch gleich mal. Habe ich das schon verhauen? Bleib mal hier. So. Ah, ich bin gerade so ein bisschen konzentriert und deshalb auch ein bisschen ruhiger. Ich gerade mit der allgemeinen Situation unzufrieden bin. Naja, so halb. Ich weiß nicht gerade, wie ich hier hochkommen soll. Oh, komm, bleib hier. Du bleibst. Komm ich hier irgendwie hoch? Weg damit. Krieg ich eine neue? So. Probieren wir. Jetzt schon verkackt. Super. Ach ja, ich habe vor, diese Pflaume erstmal auf die andere Seite zu bringen und dann an den Rändern hochzugehen. Diese Pflaumen. Möchte ich doch gerne benutzen.
Nein, nichts. Wie komme ich da oben hin? Komme ich da irgendwie raus? Kann ich hier irgendwo was dranhauen? Ich müsste doch einfach eine Pflaume mit bis hier nach oben. Sehr schönes Deutsch. Mitnehmen, um ein bisschen oben ranzukommen. Nein, theoretisch dürfte ich doch auf diesen Berg erklimmen können. Mann. Oder wie soll ich das machen? Na komm, komm, komm. Oder dass ich das... Warte. Ach so. Ach, ich Idiot. Ah, das... Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, wie man das machen soll. Ich könnte doch auch ganz einfach das drüber werfen. Was mir persönlich nichts bringt. Wo ist sie hin? Weg. Oder soll ich sie... Vielleicht soll ich sie so werfen, dass sie so einen Bogen macht. Moment. Ah, wie ich werde die ganzen Partien noch so... Hä? Okay, mache ich später, oder? Und ich weiß natürlich geil, wenn ich es jetzt irgendwie hinkriege. So. Wie soll ich das machen? So. Da komme ich auch nicht drauf. Warum werfe ich die eigentlich nicht dahin? Nicht ehrlich. Ey, ich krieg die Lösung. Ich drehe gleich durch. Ich drehe am Rad. Ich drehe einfach durch. Einfach so. Nein, du bleibst hier. Alter, wirst du mir jetzt wegge... So. Nein, 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 nein. Das wird so ein unterhaltsamer Part werden. Ich sehe es jetzt schon kommen. Nein. Falsch, 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 falsch. Wayman, falsch. Wayman aus. Wayman. Mach da mal das, was ich möchte. Jetzt schießt in die Richtung. So. Rein theoretisch hätte ich jetzt da rankommen müssen. Okay. Lassen wir den Quatsch. Gehen wir einfach mal in den Raum weiter. Hallo? Was zum Kuckuck ist das denn hier bitte? Das hier soll so ein Nebenraum sein. Oh Gott, ich drehe noch durch in diesem Level. Erstmal vergesse ich extrem viele Sachen, dann so war es auch noch. So, jetzt geh erstmal auf, du Sch... Ganz ruhig. Kann man hier mal den Käfig öffnen? Kann mich nicht drehen. Geh auf. Geh. Geht doch. Sag bloß, es sind nicht solche Lumps, die auf einen zufliegen. Ich Idiot hätte doch einfach rüberfliegen können. Ich komme auf den blöden was und sag nicht mehr. Geh auf. So. Der ist irgendwie von der Farbe ein bisschen falsch. Ist auch schon weg. Hat ja einfach nichts zu suchen. Jetzt wird auch irgendwie so schwarz plötzlich. Wow.
Auf jeden Fall verstehe ich, wo die ganzen Lums herkommen sollen. Hm. Da ist extra... Ich wollte gerade... Wow. Gerade sagen, das ist extra ein... Was zum Anvisieren und der trifft das Ding nicht. Macht das Ding ab. Geht doch. Na, nur wegen... Na, ganz ruhig. Jetzt muss ich... Das darf ich jetzt nicht irgendwie meine Konzentration verlieren, weil es in Warum hält er sich da nicht dran fest? Beim Rest des Spiels ist alles so gut gelaufen. Jetzt kommen solche kleinen Flüchtigkeitsfehler, möchte ich sie mal nennen. Einfach weil die Konzentration gerade voll nachgelassen hat. Und den Sprung kann ich, glaube ich, jetzt schon ver... Ah, nee, doch nicht. Ah, die waren so nett und haben diese Plattform ein wenig schräg gemacht, damit man da gut vorankommt. Gut langkommt. So, und der hat man die richtige Farbe. Hatte das andere davor auch schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Super. Der ist schon wieder falsch gefärbt. Falsch gefärbt, ja. Ich höre schon, wenn irgendwas... Ich würde mich nur interessieren, wo das Ding ist. Mhm. Jetzt sehe ich es. Es ist da. Und man hat wohl nicht viel Zeit, um sich mal hier ein bisschen... Ja, so wollte ich es nicht schnappen. Ah, diese Feuerdinger sind gemein. Auf jeden Fall habe ich jetzt fehlen mir noch 6 Lums. Wo sind die? Mini-Spinnen? Das könnte ja eventuell heißen, dass gleich große Spinnen auf uns warten. Oder eine große Spinne. Na, ich weiß, wo die letzten Lumps sein werden. Die sind ja alle noch verteilt auf die, da oben. Na, wo ich die ganze Zeit versucht habe, dran zu kommen. Denke ich jetzt einfach mal. So, da drauf. Warten und da drauf. Ich wollte gerade sagen, das kommt irgendwie keiner dieser... Wow. Sachen und weiterspringen. Das war auch nicht schlecht. Kurz unten. Ist hier irgendwas? Nee. Dann können wir jetzt nicht auch so gut wie raus hier. Hm. Was? Okay. Ich wähle Tor 1. Und hinter Tor 1 erwartet uns eine kleine Spinne. Wer hat das erwartet? Dass hier sowas auf uns lauert. Dabei muss ich sagen, dass ich Spinnen nicht mag und trotzdem auch meine Energie so langsam ausgeht. Machen wir die Mitte auf. Da befindet sich ein Käfig. Und ein goldener Handschuh, den hätte ich ein bisschen früher schon gebrauchen können, dann hätte ich mich gefreut. Ah. So, und jetzt machen wir mal mit dieser schönen, mit einer schönen Kugel machen wir jetzt das Ding einfach mal so auf, weil wir es können. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wo es lang geht. Ich glaube hier lang, wo die Spinne war. Oder? Jo. Und wo geht's da lang? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Nein. Ich muss nicht ganz... Für 2 Lums. Ich hätte doch noch nicht so früh Gas geben sollen.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Das hier zumindest. Und dabei dann irgendwann die Lust verloren, weil dieser Sprung hier nie funktioniert hat. Ab in den Keller. Ich weiß nicht, ob es dann sinnvoll wäre, da abzuspringen. Ja, sehr schön. Das auf jeden Fall ist nicht sinnvoll. Gut, dass meine Leiste sich erhöht hatte und ich jetzt schön viele Versuche habe. Und ich habe auch nicht einen Namen für diesen Part. Bis auf den Anfang ist der Rest des Parts einfach nur Fail. Also... abspringen, nicht vergessen, ich soll heute auch abspringen. Obwohl ich glaube, dass ich das noch nicht da soll. Tadam. Und achso, ich kann mit dir auch springen, seit wann das denn? Okay, und hepp. Und hepp, voll daneben. Ach ja. Wie mich das Spiel ab und zu wirklich versucht zu verarschen. Da stand ja doch, da stand die ganze Zeit, man kann nicht springen. Weil mit A würde ich dann ja von der von dem Ding wieder runterspringen. Und jetzt kann man das plötzlich. Ich will doch nur wissen, warum. Ah. Ja. Kleiner geht der Steg jetzt auch nicht, ne? Das war arschig. Oh, die Musik ist irgendwie so... das ist ein kleiner Ohrwurm, das hat schon was. Lalalalala. Ich wüsste es auch nicht nach, so ein... weil ich mich eher auf das... Warum? auf dieses Fahren hier konzentrieren möchte. Jetzt bin ich wieder so schwarz. Warum bin ich so schwarz gerade? Ach so, das ist... Ich verstehe. Und hepp. Gut, dass sich hier die Energie wieder immer wieder auffüllt. Das ist sehr lieb. Und nett. Und hast du nicht gesehen? Ich könnte mich nochmal retten. Ich will das eigentlich vor hinter mir haben. Das alles wirklich nur für die zwei Lumps, die da oben noch bei dem Eingang dieses Mini-Dungeons, sag ich mal, wenn ich das mal. Da waren nur zwei Lumps und das machen wir alles für diese zwei Lumps. Warum das wieder nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Und hepp. So, und hepp. Und hepp. Wow, diesmal da drauf geblieben, sehr schön. Und diesmal erst im allerletzten Moment springen, wie den. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das macht mich sauer, verdammt. Wow, wow, wow. So. Und zack. Der Part ist jetzt richtig einfach. Hier geht's jetzt nur ein bisschen schwieriger. Warum auch immer der dann das nicht richtig macht. Ja. Da muss ich gleich mal gucken. Mach ich jetzt mal.
Der Part ist ja auch wieder lang und der darf nicht asynchron werden. Und deshalb wird man einen ganzen Part voller Fails. Warum? Ich muss doch dann nur diesen kleinen Sprung dann gleich hinkriegen. Dann hat sich doch alles erledigt. So. Ich frage mich, ob ich das wirklich ein bisschen lenken kann, dass der dann nicht so mit der Nase so weit runter geht. Warum auch immer das immer passiert. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, so habe ich das gucken. Ah, okay, man kann im Sprung auch das machen. Jetzt sollte ich das mal nutzen, wenn ich zum Beispiel dann am Ende bin. Springen und diese Taste drücken. Vielleicht bringt das ja was. Also springen und beschleunigen. Diese Taste drücken. So. Und jetzt springen. Und jetzt springen. Spring und zack. Geht doch. Es hat funktioniert. Ich bin endlich draußen. Ich komme da tatsächlich raus. Kann hier noch die letzten zwei Rooms einsammeln. Ich krieg die Krise. Diesen ganzen Schmarrn für zwei Lums, nur zwei. Option. Lass mich raten, ich muss das Level beenden. Oh. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Rayman 2 The Great Escape. Bis dahin, ciao, ciao.